Das Automotive-Trainee-Programm ist ja ein relativ neues Programm. Wir haben mit der ersten Gruppe im Oktober 2010 gestartet. Dauert 2 Jahre und gliedert sich exakt in 3 Phasen. Die erste Station ist am Heimatstandort, jetzt hier für mich in Regensburg. Die zweite Station wird im Ausland sein und die dritte Station dann wieder in Deutschland. Und danach ist halt dieses 24-monatige Programm zunächst beendet und dann wird halt weiter geschaut, in welchen Bereichen man eingesetzt werden kann. Ja, wir haben uns deshalb immer für eine 8-monatige Phase entschieden, weil wir wollen, dass die Trainees arbeiten. Es ist kein 2 Jahre Lernprogramm im Unternehmen, sondern in jeder Phase kriegt der Trainee konkrete Aufgaben. Erwartungen waren natürlich, dass man schon geschult wird, aber auch schon recht praxisnah an Projekten mitarbeitet, was sich in meinem Fall absolut bestätigt hat. Ich habe früh Verantwortung übernommen, ich habe ein Projekt, was ich selber mitleite und ich werde dazu parallel geschult in verschiedenen Trainings und Seminaren. Und im 2. Monat ging es dann schon sehr schnell los. Ich habe die Verantwortung für 2 Lieferanten bekommen. Mir ist auch bewusst, was für eine Verantwortung das ist. Immerhin darf ich Preise verhandeln und Verträge mit den Lieferanten abschließen. Ja, es ist alles sehr spannend. Wir suchen natürlich überwiegend Studenten mit einem technischen Hintergrund, aber auch Wirtschaftsingenieure, natürlich auch Kaufleute. Von der Persönlichkeit her sollte man eine sehr offene Person sein, da das Trainee-Programm sehr international ausgelegt ist. Jeder spricht irgendwo eine andere Sprache. Also in meiner Abteilung ist es so der Fall, dass eigentlich Deutsch kaum gesprochen wird. Also Englisch ist das A und O. Ich habe nie auf die Hierarchie geguckt. Ich habe denjenigen angerufen, der mir als Ansprechpartner genannt worden ist. Wurden immer die Fragen beantwortet und man wurde dann nicht als Trainee oder Sonstiges abgestempelt. Weiterer Punkt für mich an dem Trainee-Programm war dann halt, dass ich einen ganz normalen Arbeitsvertrag bekomme, der mir natürlich speziell für die Zukunft ganz andere Perspektiven aufzeichnet. Wir rekrutieren natürlich für eine bestimmte Zielfunktion. Aber uns ist es wichtig, dass der Trainee während des Programmes Einblick in die gesamte Wertschöpfungskette bekommt. Das heißt von der Produktentstehung, Entwicklung bis hin zur Fertigung und Vertrieb. Das Trainee-Programm bietet irgendwo einem, sich nicht direkt entscheiden zu müssen, in welche Abteilung oder für was für einen Bereich ich mich entscheiden muss. Man kann sich die Abteilungen angucken, man kann Erfahrungen sammeln und mir macht es wirklich sehr viel Spaß, mit Conti und mit meiner Abteilung zusammenzuarbeiten.